folgt mir. Ich möchte euch etwas ganz Besonderes zeigen. Die ganze Welt ist voller Geschichten und all diese Geschichten stehen hier drin. Im Buch des Lebens. Doch die größte von allen beginnt am Tag der Toten. Dem Tag, an dem die Geister zwischen den Welten wandern und alles passieren kann. Ah, sieh mal. Ich habe wahnsinnig lachen müssen, als ich den Film gesehen habe. Also nicht nur, weil mich die mexikanische Kultur so interessiert und das alles so bunt und detailliert ist, sondern der Humor des Films hat mich echt überzeugt. Da wollte ich unbedingt mitmachen. Ja, bei mir war das ähnlich auch. Also der Film ist fantastisch, es ist unfassbar schön gezeichnet. Es geht um eine Kultur, die wir vielleicht hier in Deutschland oder in Europa gar nicht so richtig verstehen und greifen können. Also es ist allein der Umgang mit dem Tod. Dort wird er ja gefeiert sozusagen eher. Es gibt ja den Tag der Toten, der über 3 Tage gefeiert wird in Mexiko. Und wir sind ja hier, wir gehen in Europa etwas anders damit um. Die Möglichkeiten des computergenerierten Animationsfilms sind noch längst nicht ausgereizt. Produzent Guillermo del Toro präsentiert uns jetzt mit Manolo eine knallbunt um den mexikanischen Totenkult gebaute Komödie von ganz eigenem Flair. Einfallsreich, witzig und von perfekten Mitarbeitern gestaltet. Für die Musik zum Beispiel war hier kein besserer Komponist denkbar als Oscar-Preisträger Gustavo Santaolalla. Eine Herausforderung auch für die deutschen Sprecher. Ich weiß genau, was wir spielen müssen! Es muss romantisch sein und stilvoll. Du hast, was ich brauch. Doch du sagst, er ist ein Freund. Doch du sagst, er ist nur ein Freund. Oh, Baby, du. Manolo und Maria, was sind denn das für zwei? Wie würdet ihr die beschreiben? Also Maria ist wunderschön und formvollendet und sehr mutig und sehr lustig, sehr trocken in ihrem Humor und sehr verliebt in Manolo. Manolo, aber wenn sie das so sagt, dann schmelze ich immer dahin. Also eigentlich ist Maria genau wie sie, 1:1. Ja. Und Manolo ist ein junger Mann aus einer Stierkämpferfamilie, also einer traditionellen Stierkämpferfamilie. Sein Papa ist ein unglaublich stolzer Mexikaner, der unbedingt ihm Manolo zum Stierkämpfen auch treiben möchte. Der macht das auch, aber ohne den Stier eben zu finalisieren, ohne ihn zu töten, was natürlich ein Problem ist beim Stierkämpfer, weil es da nicht immer den größten Applaus gibt am Ende. Und er liebt die Musik, aber er liebt vor allem Maria. Er singt unglaublich gerne und widmet ihr dann auch Lieder und möchte unbedingt ihr Herz erobern. Was habe ich verpasst? Warte, hat er dir auch einen Antrag gemacht? Nein. Hattest du das vor? Was? Na, mein Antrag kam zuerst. Also geh und kämpf gegen den Stier. Oder sowas. Ihr beide führt euch auf wie Idioten. Was? Ich auch? Die Sache mit der Liebe ist ja nicht ganz einfach. Es sind ja 2 Männer und eine Frau. Das ist ja ein ziemlich altes Problem. Kennt ihr das? Also hattest zwischen 2 Männern zu stehen? Nee. Ich hatte schon mal das Problem. Ich habe den Freund nach wie vor auch noch. Die Frau gibt es nicht mehr in unserem Leben. Aber Daniel, mein bester Freund, mit dem ich in Baden-Württemberg, in Hechingen, auch aufgewachsen bin. Und wir haben uns gemeinsam verliebt in eine Maria. Die hieß aber Anna und war Italienerin. Und anfangs war er so verliebt komplett und ich habe ihn immer unterstützt. Pass auf, du musst so und so. Und dann sollte ich ab und zu auch mit ihr reden. Und dann habe ich so beim Reden und so gemerkt, so, boah, irgendwie gefällt sie mir auch ziemlich gut. Und es war so ein bisschen Zwiespalt. Aber ich habe dann freiwillig das Feld geräumt. Also es war auch ein sehr großer Konflikt mit mir selbst, weil ich wirklich diese Frau unglaublich fand. Also wie sie gelacht hat, wie sie mit uns umgegangen ist, wie sie gefeiert hat, wie sie getanzt hat. Ich sag mal so, geputzt wie die Mutter und gesoffen wie ihr Vater wahrscheinlich. Also die Frau konnte wirklich alles. Und, aber doch, ich habe sie dann letztendlich an ihn, ich habe das Feld geräumt. Oh, du bist so stark, Joaquin. Danke, ich trainiere auch viel. Hurra! Ich liebe dich, das weißt du. Aber wie willst du Maria beschützen, wenn du nicht mal einen Stier erledigen kannst? Na gut, dafür wirst du niemals ein so großer Held sein wie dein Vater. Nimm sofort deinen Finger aus meinem Gesicht. Zeig nicht so auf mich. Zeig so lange auf dich, wie ich will. Das ist so blöd, so kindisch. Ihr zwei benehmt euch wie Idioten. Hat noch mehr Impuls bei den Idioten. Idioten, Idioten, Idioten.
Ich bin vielleicht kein großer Held, Maria, aber ich schwöre von ganzem Herzen, ich werde nie aufhören, dich zu lieben. Manolo, ach, es ist so wunderschön. Hast du mir das gerade geglaubt? Dann finde ich es ja sehr interessant. Du stammst ja ursprünglich aus dem Iran, du hast italienische Eltern und ihr beide gebt nur die deutschen Stimmen für Mexikaner. Wie funktioniert das? Müsst ihr da besonders mit dem R rollen oder irgendwie mit Klischee spielen oder spielt das gar keine Rolle? Also man muss schon ein bisschen das Klischee bedienen natürlich. Und ich glaube, dass es schon damit erklärt ist, dass wir beide ein musikalisches Gehör haben. Und dass es nicht mit den Wurzeln zu tun hat oder mit der Herkunft. So, natürlich versucht man schon, so, sich ein bisschen das Klischee mit dem F oder mit dem R oder mit einer anderen Melodie einfach in der Stimme, in der Sprache, damit zu spielen. Aber ich glaube nicht, dass es mit Italien oder mit dem Iran zu tun hat. Ich glaube ein bisschen schon, weil wir beide sind einfach sehr feurige Typen. So. Das stimmt. Und ich glaube, da konnten wir uns sehr gut reinfühlen so, in dieses mexikanische Feuer. Manolo. Wie heißt er? Manolo, es ist so wunderschön. Zwei beste Freunde. Oh, verliebt in dasselbe Mädchen. Wie wär's mit einer kleinen Wette? Ich wette, Maria heiratet Joaquin. In Ordnung. Nach den alten Regeln. Gut, die Wette gilt. Oh, Manolo, es ist so wunderschön. Ich verliere die Wette. Bring das für mich in Ordnung, alter Freund. Ich bin vielleicht kein großer Held, Maria. Aber ich schwöre von ganzem Herzen, ich werde nie aufhören, dich zu lieben. Eine Schlange! Manolo! Wo bin ich? Manolo im Reich der Toten. Und jetzt geht die Geschichte erst richtig los. Viele Leute würden ja wahrscheinlich einen Schreck kriegen, wenn sie hören, oh Gott, ich soll mit meinen Kindern in einen Film über Tod gehen, über die Welt der Toten. Warum funktioniert das? Warum sollte man in diesen Film gehen? Du hast es gerade so schön gesagt. Also, weil gerade die Mexikaner, beziehungsweise in der mexikanischen Mythologie, dieses Thema Tod einfach ganz anders behandelt wird. Also mit viel mehr Lebenslust, ja, und mit viel positiven Dingen, denen man da begegnet. Und mit Feierlichkeiten, also dieser Dia de los Muertos wird halt wirklich mit der ganzen Familie gefeiert. Und es ist ein Freudenfest und die Leute tanzen und freuen sich das ganze Jahr darauf. Das ist ganz anders als bei uns. Und ich glaube, da könnte man unsere Kinder auch so ein bisschen damit stärken, ja? Also mit diesem Bild vom Tod. Ich glaube auch, dass es intelligent ist, eine gewisse Zeit zu trauern, was auch völlig legitim ist und das geht auch nicht ohne. Aber dann sollte man sich doch an dem freuen, was man gemeinsam im Leben hat. Milady, bitte helft mir, die Liebe meines Lebens wiederzufinden. Wenn du diese Herausforderungen meisterst, wirst du Maria wiedersehen. Ich glaube, die Europäer sind dann eher so, ja, vor allem die Italiener dann auch. Und dann, ja, und jetzt heute vor einem Jahr und heute vor 4 Jahren war es. Und warum musste das passieren? Ich glaube, irgendwann muss man den Toten ruhen lassen und uns an das Gute erinnern. Und das machen die Mexikaner uns da wirklich gut vor. Ja, also dem Tod können wir ja alle nicht aus dem Weg gehen. Also es gehört genauso dazu wie alles andere. Also das ist das Ende. Richtig. Und wenn wir uns nicht damit beschäftigen und nicht in dieser Form beschäftigen, die einem auch Mut machen kann, ne, die einem auch so lebensbejahend sein kann, dann weiß ich auch nicht, wie wir das machen sollen. Diesen Tag der Toten wird man niemals vergessen. Wir zeigen Chakal, dass er sich mit der falschen Stadt angelegt hat. San Angel, ich schwöre bei allen, die uns vorausgegangen sind, wir werden nicht fallen. Nicht heute. Medaille. Nicht in der Zukunft. Wer folgt mir? Du bist wie der Sohn, den ich nie hatte. Aber viel hübscher.